ich begrüße euch heute mal wieder zu einem neuen Video. Und wir gehen heute in den Globus einkaufen. Wie das ganze Thema dann aussieht, seht ihr nachher. Das ganze Video ist heute in 9:16 ausnahmsweise, damit ich nicht so viele Leute dann drauf habe. Ja, das wird auch das einzige Video sein, was in 9:16 dann online kommt. Ja, so, und jetzt schnacken wir nicht lange, jetzt schnappen wir uns einen Einkaufswagen, ihr schnappt euch auch einen, so, dann schnappen wir uns einen Scanner und dann geht er los. Auf, wie geht's? So, jetzt habe ich hier einmal dreimal Milch gekauft und die dreimal Milch stehen jetzt hier auf den Scanner drauf. Geil! So, dreimal Zitronentee steht jetzt auch schon hier drauf. So, und jetzt haben wir einen Betrag von 6,24 Euro. Ja, übrigens, ich bin Neunkirchen im Globus. Ja, und so kostet man heutzutage ein. Scanner, scannt dann alles seinen Einkauf ab und dann bezahlt man den hinten an der elektronischen Kasse. Da kommen wir näher zu. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen einkaufen. So, ich habe jetzt gescannt. Roggenbrot. Dazu kommen jetzt noch 2,07 Euro. Zweimal Paket für 7 Brot. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt habe ich da hier meinen Scanner. Jetzt nehme ich den. Zeige ich euch noch, wie das eingescannt wird. So, hier ist ein Knopf. Und der Code muss jetzt eingescannt werden. Zack. Da steht es drauf, 1,49 Käse. So, jetzt habe ich einen Betrag von 13,83 Euro. Ja, das ist jetzt der ganze Einkauf. Jetzt gehen wir zur Kasse. Ja, jetzt muss ich erstmal die Kasse suchen, wo ich dann selber auch hier den ganzen Einkauf bezahlen kann. Wir haben zwar hier nur ganz normale Kassen, ne? Sieht man ja hier. Ja, aber die brauchen wir ja nicht. Wir haben ja die elektronischen Kassen. Und zwar haben wir die jetzt auch gefunden. So, wir sind jetzt hier. Da steht das Ding und das wird jetzt abgescannt und fertig. So, hier steckt das Gerät jetzt drin. Das müsst ihr jetzt vorher einscannen. Dann steckt ihr das Gerät da rein. Dann geht ihr an den Automaten, so, scannt hiermit eure Kundenkarte ein, also Playback tut es auch. So, und dann einfach nur auf Bezahlen gehen, dann auf Kartenzahlung gehen und dann könnt ihr damit drüber bezahlen. Also ganz einfach. Also nochmal zur Information, die haben da so einen Ständer stehen und für Kassenbon steht hier unten noch ein Code drauf und den muss man dann einfach oben drauflegen und dann kommt man erst raus, vorher nicht. Also. Für Diebstahl geht nichts. Wird alles eingescannt. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, so einfach geht das mit dem Einkaufen. Das habt ihr jetzt gesehen. Und jetzt gönnt Andi sich noch was. Einmal ein Frikadellenbrötchen. Auf dem Globus. Übrigens 3,50 Euro. Fleischkäse weg, der fette, 1,90. Schmeckt super lecker. Ja, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt noch einen schönen sonnigen Tag und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Andi MTB on Tour. Diesmal war es halt ein Einkauf.